So, hi Leute, ich zeige euch heute mal, wie ihr einen Eisengolem erstellen, bauen könnt und einen Schneegolem. Ja, so erstelle ich erstmal eine neue Welt. So. Jetzt warten wir eben kurz. Ja, ich bin jetzt im Survival-Modus, aber es ist nicht schlimm für mich. Ich habe jetzt meine Items, ich gehe jetzt eben in den Kreativ und so, ihr braucht dazu Eisenblöcke, die Eisenblöcke, Kürbisse und Schnee. So, für den Eisengolem braucht ihr erstmal zwei Stück übereinander, dann einen oben rechts und einen oben links und darauf ein Kürbis. Da habt ihr so einen Eisengolem und ich glaube, der hat 50 Herzen und naja, der beschützt euch halt und der bringt halt die ganzen Monster um. Das kann ich auch nochmal zeigen. Ich mach mal eben Nacht. So. Spawn. Zombie. Pen. So. Jetzt. Oh. Ich hab auch hoffentlich. Machen wir mal auf schwer. Spawn Zombie 10, das sind hier Zombies und er greift halt an. Zweimal und ein Zombie ist tot. Zwei Schläge von, also einem Eisengolem. So, und ein Schneegolem. Danach einfach zwei Stück Schnee übereinander und ein Kürbis umlaufen. Dann habt ihr so einen Schneegolem. Und ein Schneegolem kann gegen ein Zombie gewinnen, aber der ist nicht besonders stark, also ein Schuss von einem Skelett und der Schneegolem ist weg. Aber ich mach mal noch einen. So. Ein Zombie. Wieso ist er jetzt gestorben? Auch beim Dschungel. Ach ja, und im Dschungel, da sterben die halt, ne? Also nochmal hier. Ein Schneegolem und ein Zombie. Jetzt müsste der Zombie eigentlich verlieren, aber es dauert eine Weile, denn sehr stark ist der Schneegolem nicht. Aber er ist ganz lustig, dann könnt ihr eure Häuser verteidigen. Und wenn ihr ein Gasthaus habt, dann könnt ihr auch vor eurem Haus, sagen wir jetzt mal, daraus die Wand. Und das hier machen wir. Wenn das jetzt die Wand wäre. So. Machen wir eben schnell eine Wand und hier ist eure Tür. Ihr wollt aber, dass sie beschützt ist, also gesichert ist, so damit die Monster halt nicht reingehen, auch wenn ihr keine Tür habt. Dann könnt ihr so machen, nee. So da rein schnell und dann müsst ihr euch beeilen, bevor der Schneegolem halt raus kann. Das ist ein bisschen doof, weil dieser Creeper hier jetzt stört. Weg da. Weg da, habe ich gesagt. So. Jetzt. Also jetzt wirklich, ne? Dieser Creeper. So. So, und dann ist es schnell. Naja. Vielleicht wisst ihr trotzdem, was ich meine. Dann mache ich das eben so. Müsste es jetzt gehen eigentlich. So. Jetzt ist er eingesperrt und wenn Monster versuchen, hier durchzugehen, dann wehrt er die halt ab. Wenn ein Zombie oder so hier lang will, dann hindert er ihn halt dran. Ja, okay, und das war's auch schon von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.